und Hannes Amesbauer von der FPÖ ist am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren. Ja, zum gegenständlichen Volksbegehren, das wir intensiv im Ausschuss auch behandelt haben und wo es regen Kontakt auch der Initiatoren gegeben haben, möchte ich mich nochmal an dieser Stelle auch bei den Initiatoren bedanken. Volksbegehren sind ein wichtiges Instrument der direkten Demokratie und es ist immer zu begrüßen, wenn sich Bürger an diesen demokratischen Möglichkeiten auch entsprechend beteiligen. Wir sind Freunde der direkten Demokratie und haben uns auch wirklich bemüht, die Abhandlung dieses Volksbegehrens ordentlich zu begleiten und zu unterstützen. Ich verstehe sehr wohl die Intention dieses Volksbegehrens. Ich zweifle aber an der Umsetzbarkeit stark dieses Volksbegehrens und an der Realisierung der Idee, die dahinter steht. Und das haben uns in Wahrheit im Innenausschuss auch die Experten, die wir dazu gehört haben, die EU-Experten, aber auch die Rechtsexperten eindrucksvoll dargelegt, warum das in der Praxis nicht realisierbar sein wird. Dass das Thema Asyl natürlich ein wichtiges Thema ist, das wissen wir. Wir wissen ja aus Einschätzungen des Innenministeriums, haben wir erst kürzlich im Innenausschuss wieder gehört, dass sich in der Balkanregion ja bis zu 100.000 illegale Migranten befinden. Wir wissen, dass die Situation mit dem EU-Türkei-Flüchtlingsdeal sehr fragil ist und Erdogan ja da immer ein Druckmittel hat und das auch schon Europa vor Augen geführt hat, wie er dieses Druckmittel einsetzen kann und wird, wenn er seine Forderungen und die Milliardenzahlungen, die damit verbunden sind, nicht ordentlich erfüllt sieht. Wir wissen auch, dass, obwohl es die Ankündigung gegeben hat, im März des Vorjahres, als die Corona-Krise ausgebrochen ist, hat es ja die Aussage des Innenministers gegeben, wir haben eine de facto Nullzuwanderung in Österreich und ohne Gesundheitszeugnis kommt niemand herein. Die Wahrheit hat, wie wir mittlerweile wissen, leider so ausgesehen, dass wir eine massive Steigerung haben, dass wir plus 10% im Jahr 2020 an Asylanträgen haben im Vergleich zu 2019 und sogar die anderen traditionell zuwanderungsfreundlichen Länder in der Europäischen Union, wie die Bundesrepublik Deutschland und wie auch Schweden, teils eklatante Rückgänge in diesem Bereich haben. Positiv zu erwähnen ist, wie wir es erst kürzlich im Bericht gesehen haben, dass der Polizei wirklich gute Erfolge im Kampf gegen das Schlepperunwesen gelungen sind, aber man muss schon auch sagen, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, es kommt zu der Situation am Balkan und zu der Situation mit EU-Türkei im Asylbereich dazu, das ist dieses neue Migrations- und Asylpaket der Europäischen Union, das ja jetzt in Verhandlung ist in Brüssel und das schaut für Österreich in mehreren Punkten nicht sehr gut an. Ich würde da nicht zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, der Kollege Kassiker wird das nur ein bisschen ausführen, aber da sind mehrere Punkte drinnen, die für uns hochdramatisch sind, die hochdramatisch sind und zum Nachteil Österreichs in der gesamten Asyl- und Migrationsfrage, zum Beispiel dieser verbindliche Solidaritätsmechanismus, der nichts anderes als eine Zwangsverteilung von illegalen Migranten auf die gesamte Europäische Union bedeutet, aber auch im Bereich der Souveränität über unseren nationalen Grenzschutz und die Souveränität im Asyl- und Fremdenwesen insgesamt. Also das ist sehr, sehr bedenklich, was da geplant ist, vor allem im Hinblick, dass der EU-Außengrenzschutz ja noch immer nicht ordentlich funktioniert. Und es hat im Innenausschuss, aber auch im EU-Hauptausschuss ja auch kritische Positionen von Ihnen, Herr Innenminister, gegeben zu diesen Punkten. Und wir würden uns erwarten, dass wir das auch parlamentarisch hier festmachen, dass Österreich dem auch offiziell mit der offiziellen Position in Brüssel auftritt, dass wir diese Punkte so nicht akzeptieren können und nicht wollen. Daher bringe ich einen Entschließungsantrag ein, betreffend Ablehnung der EU-Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Inneres wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene gegen den gegenständlichen Vorschlag einer Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl auszusprechen. Sich gegen jegliche Art von zwangsverpflichtender Aufnahme irregulärer Migranten im Zuge der Verhandlungen über das neue Migrations- und Asylpaket einzusetzen und für die Beibehaltung der nationalen Souveränität und Zuständigkeit in Fragen des Grenzschutzes und Asyl- und Fremdenwesens einzutreten.
Darüber hinaus wird der Bundesminister für Inneres aufgefordert, sich bei den Verhandlungen über das neue Migrations- und Asylpaket für eine gemeinsame Lösung hinsichtlich eines starken und lückenlosen Außengrenzschutzes, eine Rückbesinnung auf die Grundprinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention, dass Asyl und internationaler Schutz für tatsächlich nachweisbar verfolgte Personen nur als Schutz auf Zeit zu verstehen ist, und eine Einrichtung von Hotspots zur Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb des europäischen Territoriums einzusetzen. Vor allem an die ÖVP geht der Appell, wenn Sie es mit einer harten Asyl- und Zuwanderungspolitik, wie Sie es ja immer wieder nach außen versprechen und vor Wahlen auch versprechen, ernst nehmen, haben Sie aus meiner Sicht gar keine andere Möglichkeit, als diesem Antrag zuzustimmen. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, er ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.